Normalerweise sitze ich nicht alleine in diesem Raum. Wir sind eine Malgruppe Avanti Dilettanti mit mehreren Frauen, die sich immer freitags treffen. Mein Name ist Sigrid und ich habe mir überlegt, wie wir trotz Corona mit einfachen Tipps und Tricks malen können und dadurch Farbe im Alltag bringen. Heute möchte ich Ihnen die Vielfalt der Kreise vorstellen. Mit einem Kreis habe ich unendliche Möglichkeiten, mich auszudrücken. Bevor ich aber mit dem Malen beginne, schneide ich mir Kreise aus dünner Pappe aus. Diese Schablonen haben den Vorteil, dass ich mit ihnen spielen kann. Das heißt, ich schiebe meine Kreise so lange auf den Malgrund hin und her, bis mich das Bild überzeugt. In diesem Falle habe ich mich für die Seifenblase entschieden. Ich male gerne auf einen Universalblock. Wenn ich jetzt mit meiner Anordnung der Kreise zufrieden bin, wobei auch ein Kreis schon vor dem Malgrund beginnen kann, zeichne ich sie mit dem Bleistift nach. Nun kann ich mit der Farbauftragung beginnen. Mit meinen Farben fließen auch meine Gedanken und Gefühle dahin. Es hat für mich etwas Magisches, Kreatives, wenn ich die Farbe so fließen sehe. Damit meine Farben einen lebendigen Ausdruck haben, achte ich darauf, sie nicht zu gleichmäßig aufzutragen. Ungleichmäßige Farbauftragung sieht einfach lebendiger aus. Überschüssige Farbe tupfe ich mit einem Küchentuch ab. Eins liegt mir noch sehr am Herzen. Bitte haben Sie keine Angst vor Schablonen. Schneider, Schuhmacher, Geigenbauer und viele Kunsthandwerker und mehr arbeiten schon immer mit Schnittmustern, Schablonen. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Nun möchte ich Ihnen einige Möglichkeiten als Anregung für die eigene Kreativität vorstellen. Ein Bild zur Geburt. Besondere Freude habe ich jungen Familien mit einer kleinen Leinwand zur Geburt gemacht. In kleinen Kreisen schreibe ich den Namen, das Geburtsdatum, Größe und Gewicht des Kindes rein. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Freude beim Ausprobieren und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Nachbarschaftshaus und bitte bleiben Sie so lange gesund, Ihre Sigrid.